Das ist der Olympiapark von München. Man mache nicht den Fehler, das Gelände von Bauwerk zu Bauwerk entdecken zu wollen. Was hier, man darf wohl sagen, geniale Architekten und Landschaftsgestalter aus dem bis auf den Schuttberg ehemals Brettebenen und vegetationslosen Oberwiesenfeld geschaffen haben, ist eine faszinierende Einheit von funktionellen Zweckbauten und heiterer Landschaft. Die Übergänge von Bau zu Bau, von der Landschaft zum Gebauten und erst recht von Dach sind fließend, weil die Spitzen und Täler der Dachfolge mit den Höhen und Niederungen der äußerst reizvoll manipulierten Landschaft kontrastreich und harmonisch zugleich korrespondieren. Durch Verzicht auf Monumentalität und Repräsentativarchitektur sind die olympischen Bauten von menschlichem Maßstab geprägt. Das teuerste Dach der Welt, bei dem sich Assoziationen zur Heiterkeit unter der Zirkuskuppel einstellen, kommt dem Erdboden so nahe, dass man es mit den Händen greifen kann. Bei der Schwimmhalle liegen 4/5 des Bauwerks unter der Erde und in dem 80.000-Plätze-Stadion, unter dessen Spielfeld 19 Kilometer Plastikrohre als Warmwasserheizung für den Rasen liegen, bleibt der Kontakt zwischen Sportler und Zuschauer erhalten. Ein Sportpark, der sicher derzeit ohne Beispiel in der Welt ist. Die Spielstraße ist keinesfalls nur ein Feigenblatt für die heiteren Spiele. Sie zeigt den Münchnern schon jetzt, was ihnen nach den Olympischen Spielen bleibt und was für deutsche Verhältnisse bisher nicht üblich war. Ein Park, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen. Feuer anzünden, das Gras abnützen, Feste feiern, Theater spielen, im Biergarten sitzen, mit den Kindern spielen und Rendezvous verabreden. Sonne taucht das Dach in ein eigenartiges Licht und kündigt die nahende Dunkelheit an. Auch in der Nacht verliert der Olympiapark nicht seine Faszination.